Willkommen zurück zu Max Payne. Ja, frisch aus der, naja, Tonne. Nee, Tonne ist das nicht. War ein Container, ne? Müllcontainer. Aus dem Müllcontainer. Springen wir hier durchs Parkhaus, wie in der letzten Folge begonnen. Ich glaube, da hinten, genau, da waren noch Painkiller. Siehst du, es ist nämlich so ein bisschen, ist dann doch noch da. Hier muss es auch irgendwo reingehen. Naja, also das Ziel, um es ganz kurz mal festzumachen, ist definitiv nach unten zu kommen. Wow, okay, weil wir in der letzten Folge von Bibi verraten wurden. Danke, Dude, danke. Oh, Alter, vier Stück, okay. Kein Problem, kriegen wir. Eins. Okay, zwei kriegen wir dann jetzt auch noch weg. Müsste passen. Ich mag das, wie dieses Auto hier durch die Gegend fährt und einfach völliges Chaos verbreitet dabei. Ein großer Ventilator von. Hat nicht gereicht? Oh. Ja, genau! Oh, ich habe überhaupt kein Dings mehr, kein Bullet Time mehr. Okay. Okay. Ich hatte gerade überlegt, war das jetzt nötig, aber nötig vielleicht nicht, aber verschwendet auf keinen Fall. Okay. Immer noch weiter schön gucken. Wir wollen immer noch Munition und vor allem wieder ein paar neue Painkiller. Scheiße. Ich glaube, hier war was drin. Gracias. Gracias, señor. Beretta Ammo. Vielleicht soll ich die Beretta mal wieder nehmen? Ja, Max Payne. Wieso habe ich eigentlich dieses The Pain im Kopf? Ich habe es bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gehört. Ist das vielleicht... Kann das sein, dass es aus Metal Gear Solid 3 ist? The Pain! Wahrscheinlich, oder? Weil sie sagen einfach nur Pain! It's Pain! Max Payne! Oh, schade. Okay, gehen wir von den Toolbrett das mal wieder weg und machen hier mit den... Cold Commando weiter. Oder Cold Commando heißt das Ding, ja. Ist ja nicht kalt, ist ja nur Cold. Hat nicht gereicht. Oh, Smokes. Okay, jetzt aber, oder? Ja. Ein bisschen sparsamer mit der Munition werden hier. Ah, das wird nichts. Scheiße, ich trau mich nicht. Oh, trauen. In Max Payne 2 gibt es Levelabschnitte, weiß ich noch. Da habe ich mich nicht getraut, weiterzuspielen. Ich habe das damals bei einem anderen Kumpel gespielt. Also nicht mehr bei dem ich dann ja den ersten Teil, mit dem ich den ersten Teil gespielt hatte, sondern, ne, wie gesagt, ein anderer. Und ich weiß noch, dass es Levelabschnitte gab, wo wir nicht weitergespielt haben. Existiert oder existierte auch mindestens ein Foto von mir, wie ich Max Payne 2 gerade spiele. Das Ding ist, wenn man das so als Außenstehender sehen würde, wenn meine Mom das jetzt sehen würde und sie würde wissen, okay, du, er spielt dabei gerade dieses Spiel, dann würde sie denken, okay, dieses Spiel macht meinen Jungen wahnsinnig. Weil mein Gesichtsausdruck ist einfach völlig... Ich grinse halt völlig die Bier... Oh, Schmokes.
In die Kamera. Ja, genau. Was? Einfach elegant über seinen Kopf rüber geschossen, oder was? Okay. Oh oh. Aber das war halt einfach eine witzige Zeit. Wir waren gar nicht wahnsinnig, wir waren nur witzig. Ja, ja. Reports of a fire at the Punchinello Manor in Westchester. The manor is the home of Angelo Punchinello, the alleged head of the Punchinello crime family. Sag nochmal Punchinello. The police are now saying, contrary to their earlier statements, that Max Payne is still alive and at large. He continues his vendetta against the Mafia, of which this last act of arson is attributed to. I had no recollection of setting any fires, but I did remember the flames. Das ist deep. Oh, das Ding ist voll, alles klar, 5, Digga. So, F5, los geht's. Stille. Ah, Ingram Painkillers, nehmen wir alles, nehmen wir alles. Jetzt renne ich natürlich nochmal zurück, weil da stand ja, das wäre voll. Also, müsste da jetzt noch was liegen. So, mein. Ja, okay. Ah, shit, einen hätte ich. Egal, egal, den lassen wir da liegen. Scheiß drauf jetzt. Speichern, weiter geht's. Nicht lang schnacken hier. Auch schön, wie die Hülsen so liegen bleiben und so, ne? Jungs, sie brennt. Jungs, sie brennt. Die ganze Zeit das Gefühl, dass hinter mir was los ist. Hinter mir ist ja die Tür und ich höre die ganze Zeit Geräusche. Das Spiel macht mich nicht wahnsinnig. Das macht mich nicht wahnsinnig. Doch, also nein. Also doch, also nein. Und, komm schon. Ja genau, Alter. Ein so ein Typ oder was? Hat gereicht, okay. Oh, Meisterschütze. Meisterschütze. Okay. Uah, das ist immer so, die Maus verreißt, wenn ich schnell speichere. Ey. Ja, merklich. Ich habe das Lied vorhin nochmal gehört. Deswegen wusste ich in der letzten Folge, dass es Marvin Wassen ist und nicht Marvin Alles. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Marvin Alles gekommen bin. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich ihn Marvin Alles hätte nennen sollen. Naja. Immer, immer in den Containern hier. Na gut, ich sage ja nichts. Ich bin ja dankbar für jeden Schuss, den ich kriegen kann. Wat, 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 wat? Oh, okay. Jetzt werden die schweren Geschütze aufgefahren hier. Wo ist er? Ja, wo ist er? Die Waffe, die da der Typ jetzt in der Hand hatte, die wurde schon mal geforeshadowed, sagt man das so? Wir hatten schon mal ein Foreshadowing zu dieser Waffe. Nämlich als Max in dem Albtraum quasi gesagt hat, er ist in einem Videospiel. Da sah man ganz kurz das Symbol schon für diese Waffe. Ich wusste jetzt auch nicht mehr, dass das Ding Jackhammer heißt. Ich dachte eher an sowas wie Peacemaker oder sowas. Peacekeeper oder irgendwie so.
Widowmaker. Ist hier ein Widowmaker? Max Payne. Ja, ist ja gut jetzt. Reicht auch langsam, sonst mache ich hier das gleich aus. Okay. Nein! Okay. Jetzt hätte der Typ mir das fast versaut. Was? You know, I really hate people who refuse to see the inevitable. Refuse to do the smart thing. Wesker? Ich hoffe, ich habe das überhaupt gehört. Das ist gerade sehr leise irgendwie, wenn der. Ja, er ist hier reingelaufen. Er kann gar nicht weg sein. Ja, sehr gut. 7 minutes. 7 minutes is all I can spare. Oh oh, das überlebe ich nicht. Ja, aber auch nicht. Haha! Sag mal, hört ihr auch die ganze Zeit ein Pfeifen oder ist das schon wieder mein Tinnitus, der irgendwie überhand nimmt? The payphone started to ring. Okay, das meinte ich jetzt nicht, sondern so ein einfacher Pfeifton. Kein Payphone, das am Ringen ist. Es ist am Ringen Bean. Ja gut, dann gehen wir mal ans Payphone. Haben wir gespeichert? Machen wir. Wir kommen jetzt einen Schluck auf hier. Yeah. Yeah. Max Payne. Whatever does it for you. This is Alfred Wooden. I can give you the name of your enemy. Come to the Asgard building presently. We are expecting you. In the land of the blind. Woden was waiting for me on the steps of the old building. Mr. Payne, let's go inside. The others are anxious to begin. The others? Despite the general misconception, this building actually predates the City Hall by 2 years, thus being the oldest municipal building still in use here at the foot of the Brooklyn Bridge. No kidding. The old man played tour guide as he led me through a dark domed hall. The answers I was after loomed large ahead. Mr. Payne, I would like to introduce you to my colleagues in what we call the Inner Circle. You've been watching too much X-Files. Yeah. You have seen the files on Project Valhalla. We can fill the gaps, provide you with the information missing from those files. We were all involved in the early stages of the project during the Gulf War. What's the catch? We would very much like to blow this thing wide open, but our hands are tied. Her name is Nicole Horn. She was the key figure in Project Valhalla. When the funding was discontinued, she simply refused to quit. She knew exactly what she had in her hands. Nicole Horn is the president of Acer Corporation. She has more than half the city in her pocket. This must be kept under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. We need you to take her out. Afterwards, we can protect you. Make all the charges go away. That was the cue for the killer suits to kick in the doors and swarm inside. Guess what? It was an impressive floor show, but I decided to leave early anyway. It was only a one-story fall. Lucky me. Oh fuck, ey. Okay, daran erinnere ich mich auch. Und daran, ich erinnere mich daran, dass das extrem schwierig war hier. Jetzt ein Schuss von Jack, ja, wenn man berettet. Ein Painkiller. Okay. Alter, wie. What the? Nee, das machen wir nochmal. Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Gut, auch die Musik einfach ist, ne? Auch die im Menü, die habe ich euch, glaube ich, noch nie wirklich richtig gezeigt, so. Aber die Hauptmenü-Musik ist legendary. Die haben sie, glaube ich, auch, ups, in alle drei Teile mit übernommen.
Also in allen drei Teilen. Allen. Also diese gibt's überall. Okay. Hat der Jackhammer eigentlich auch die ganz normale Schrotmunition? Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Das Ding ist mega. Okay, Code Commando ist voll, also. Und Granaten auch. Oh Gott, was sollen wir denn machen? Dan. Bad, bad. Wow, okay. Snipper. Der geht ein bisschen schnell, oder? Babam, badam, badam. Baba, badam, badam. Wow, Munition und alles. Die ich schon habe. Okay, Shotgun Ammo voll, das heißt. One of the monitors showed what was left of the inner circle. Oh, was zum. Oh, Jungs. Bleibet locker. Was wollte ich sagen? Shotgun Ammo voll, das heißt, die Jackhammer. On screen, the so-called corpse of Alfred Woden stood up, miraculously waking from his dirt nap, looking smug among his dead pals. In the land of the blind, the one-eyed man is king. I didn't know how he'd pulled it off, but it was a pretty slick way to get out of all his promises. Most of what he had said fit too well to be a load of crap. Okay, ich würde gerne einen Moment warten, bevor ich weitergehe. Shit. Schau mal hinten nach, ob da irgendwas ist. Und da ist nix. Oh, Molotov, okay. Damit kann ich leben, weil den kann ich umgehen. Eine Granate wäre, glaube ich, schwieriger geworden. Obwohl die wäre vielleicht durch die Tür. Ist egal. Ist keine Granate. Nicht ins Feuer springen, Max. Nicht ins Feuer. Danke. Du musst draufgehen, okay. Alles mit Zahlencodes hier. So gut. Au, au, au. Alter, wenn du so eine Treppe hochspringst, ne? Da hast du aber auch alles gesehen. Oh, shit. Okay. Danke. Was? 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 Na, dann gehen die Aufzüge auf einmal. Oh, in dem Moment. Sehr gut. Sehr gut, mein Freund. Mein maskierter Freund. Sido? Wusstet ihr, dass Crow gar kein Panda ist? Ich sag's immer wieder gerne. Weil es wissen viele immer noch nicht. Also, viele wissen auch gar nicht mehr, wer Crow ist. Davon mal jetzt abgesehen. Aber Crow, das war mal ein Rapper. Oder ist vielleicht immer noch, keine Ahnung. Der hat nur eine Panda-Maske auf. Das ist nur eine Maske, Leute. Das ist kein echter Panda. Das ist absurd. Wie ich das rausgefunden habe, habe ich direkt aufgehört, die ganze Musik. Ich habe direkt alle CDs verbrannt. Alle selbstgebrannten CDs habe ich verbrannt. Ach ja, okay. Alte Witze aufwärmen. Das kann ich. Bin ja auch. Ja. Muss ich da jetzt rüberspringen oder was wollt ihr von mir? Und hüpf. Nee. Nee. Oh, das war zu dicht. Moment. Hey. Oh, nein. Oh, Max. Das nervt mich so, dass wenn er am Boden liegt, nicht weiterschießen kann. And what is
your answer to those saying that he's actually providing a service long overdue to the city? This crusade nonsense has gone too far. He's out of control. It must stop. He will be stopped. That was Deputy Chief Jim Bravura from the New York City Police Department. Reden über Batman, oder? Oder über Spider-Man? Welches Health-Justice Held ist noch alles von der Polizei gejagt? Eigentlich jeder, oder? Die Zeit ist schon wieder um. Ja, genau. Das bedeutet, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut und... Ciao.